darf ich vorstellen, das ist meine Katze Mozart. Das Coole an Katzen ist ja, dass Katzen auch high werden können, und zwar mit Katzenminze. Und wir schauen mal, wie dem Kleinen hier Katzenminze so gefällt. Yo, das ist dein erstes Drogentest-Video, bist du schon aufgeregt? Ich habe mir auf Amazon Katzenminze und lauter andere tolle Sachen für die Katze bestellt. Das packen wir jetzt aus. Oh shit, hier ist es schon drin. Die Katzenminze ist hier noch luftdicht verschlossen und sie interessiert sich schon sehr dafür. Was ist da drin? Da sind meine Drogen drin. Geil, Mann. Da ist Katzenminze drin. Schauen wir mal, ob er drauf abgeht. Ja. Und gefällt dir das Katzenminze-Ding? Jetzt kommt die ultimative Herausforderung. Hier, Katzenminze pur. Schauen wir mal, wie krass er da drauf abgeht. Ich leg dir eine Leine schön mit Scheinen und du ziehst die jetzt, okay? Und? Na? Oh, das riecht schon deutlich stärker. Na? Jo, Katz, ich leg dir hier eine schöne Leine. Die erste ist gratis. Die erste Leine ist gratis. Hier. Ja, doch. Er schnuppert schon sehr intensiv dran. Und? Ballert? Knallt? Knallt die Leine? Er schaut sich schon rum, so er so, yo, ich hab schon Optics. Also sie geht jetzt nicht so krass auch drauf ab, wie ich dachte, aber sie ist schon sehr interessiert daran. Daran erkennt man auch sehr, dass es mein Kater ist, weil er interessiert sich sehr für Safer Use und gönnt sich natürlich jetzt nicht das ganze Katzenminze-Zeug auf einmal so. Und man muss ja auch immer genügend viel dazu trinken, wenn man sich Drogen gönnt, und deswegen hat er jetzt auch gerade hier den Wasserbrunnen angeschnuppert, weil er sich so denkt, ja, er muss ein bisschen was dazu trinken. Sie trinkt vom Brunnen. Katzenklo, das macht die Katze froh. Ich habe mir gerade nochmal ein Video zu dem Thema angeschaut, und in diesem Video wird gesagt, dass in Katzenminze Actinidin enthalten ist. Actinidin wird auch ausgeschüttet von weiblichen, nicht kastrierten Katzen. Und deshalb reagieren am ehesten männliche, erwachsene Kater besonders stark auf Katzenminze. Für Katzen, die auf Katzenminze anspringen, wirkt Katzenminze sehr euphorisierend und sie werden sehr verspielt und toben herum, wobei einige Katzen auch gechillter davon werden. Wenn ihr Katzenminze mal bei eurer Katze probieren wollt, habe ich euch einen Affiliate-Link in die Videobeschreibung gepackt. Der kleine Mozart reagiert auf Laser oder andere Spielzeuge ähnlich wie auf Katzenminze-Spielzeuge. Wenn Mozart älter ist, könnte es sein, dass er eher auf Katzenminze abfährt. Also schreibt in die Kommentare, falls ich dann noch ein Update-Video machen soll. Und schreibt auch in die Kommentare, welche Substanzen ich Mozart noch probieren lassen soll. Nee, haltet eure Drogen fern von Katzen, besonders weil Katzen auf Drogen wie Cannabis besonders empfindlich reagieren. Das geht irgendwie ewig nicht aus deren Körper raus, von dem, was ich gehört habe. Katzenminze ist hingegen für Katzen unschädlich. Ich habe vor ein paar Stunden noch ein anderes Video released, das ist aber ultra cringe, also anschauen auf eigene Gefahr. Ich finde es so cringe, dass es wieder lustig ist. Also deswegen habe ich es trotz der Cringiness veröffentlicht. So, und jetzt kommt noch Musik mit Katzenfootage.